Bloomborough, das dritte Set mit Playboostern. Und ich habe schon ganz viel Schlechtes darüber gehört, deswegen wollte ich mich selbst davon überzeugen und wir schauen da jetzt mal rein. So Leute, wir sind jetzt beim nächsten Display. Das letzte Produkt, Bloomborough. Und ich habe ganz, ganz viel sehr, sehr mieses Zeug gehört, was diese Booster angeht. Leute sind nicht happy mit diesen Boostern. Alles andere als happy, weil es sich tatsächlich wieder mehr nach Draft-Boostern anfühlt. Es soll nicht so häufig vorkommen, dass man eine zweite Rare bekommt. Die generelle Overall-Anzahl an zum Beispiel Karten von der Liste oder coolen Karten, die man öffnet, ist wohl nicht einfach so, nicht mehr so krass da drin, wie es jetzt zum Beispiel in Thunder Junction war. Es soll eher wieder schlechter geworden sein, wie zum Beispiel bei Markov Manor. Und dementsprechend würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Wir machen ein ganzes Display auf. Wie immer bei dem ganzen Display, ich werde hier nicht jede Karte einzeln drauf eingehen. Ich werde schauen, dass ich auf coole Karten eingehe, aber an für sich wird da nicht so viel bei rumkommen. So, unsere Rare ist der Valley Flamecaller. Ganz coole Lizard, Otter oder Raccoon-Karte. Eine Forest, noch ein Valley. Und die Viper in unterschrieben. Die ist ganz cool. Die ist wirklich ganz cool. Ja, wie gesagt, viele Leute beschweren sich drüber. Ich habe noch einige Draft-Booster demnächst in der Pipeline von älteren Sets, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Und ja, dementsprechend können wir das sogar ein bisschen vergleichen. Persönlich muss ich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel darüber aufgemacht. Ich meine, ich habe sehr viel davon aufgemacht. Die sind immer noch so cool. Diese Mini 1-1-Kosten. Ach, ist immer noch großartig. Ich habe noch nicht so viel krass aufgemacht, was weird ist, wenn ich es sage, weil ich habe ja euch letzten Wochen praktisch überflutet mit dem Produkt. Aber ich muss dabei sagen, oh, diese Hasen. Ah, ganz, ganz nice. Ich bin ja so ein Hasenmensch. Oh ja, ja, ist cool. Heist Ride. Ja, aber am Ende des Tages sind wir halt in einem Punkt, wo, das ist der Pick von Robin, den fand der ganz cool. Ich muss ihn mal fragen, was daraus geworden ist. Ja, ich muss halt sagen, ich kann verstehen, was die Leute sagen. Also ich habe noch nicht genug aufgemacht, als dass ich sagen würde, yo, das ist auf jeden Fall so. Aber bei dem Bundle und dem Pre-List-Kit, es hat sich schon wirklich, wirklich stark nach, ja, Playboostern, nicht Playboostern, sondern Draft-Boostern angefühlt. Artist Talent, Season of Weaving. Natürlich proved mich jetzt dieses Booster hier falsch, nämlich zwei Rares bzw. Mythics habe, aber das ist sehr, sehr selten. Es steht auch eine Chance drauf, oder nicht? Zwei sind bei 23%. Das fühlt sich nicht so an, als ob jedes vierte Booster zwei Rares hatte. Drei ist 1% und vier ist unter 1%. Ich wüsste auch gar nicht, wie man vier zusammenkriegt, ehrlich gesagt. Vier ist ja übel. Savior. Daya. Oh, diese Hasen. Sieht aus wie dasselbe Booster von gerade eben. Valley Rally. Auch so ein schöner Name. Ich stehe ja auf solche Namen einfach. Three Skype und Season of the Loss. Nochmal eine Season-Karte. Und noch eine Foil Rare. Der Forerunner. Da. Na. Wunderschönes Artwork. Wunderschönes Artwork. Auch eine sehr coole Karte. Ja, natürlich proven mir jetzt diese zwei Booster ganz am Anfang direkt wrong. Ich habe direkt zwei Rares pro Booster gehabt. Was bei sechs Boostern so der Durchschnitt ist, tatsächlich. Hidden Grotto. Oh, es ist einfach so cool. Das ganze Set ist so schön. Oh, dieses Artwork. Dann haben wir einen Alani, den Storm Otter. Und Season of the Gathering. Was? Warum? Also man muss nur meckern, Leute. Ihr müsst einfach nur einen YouTube-Account machen und meckern. Planes in Foil. Dann kriegt ihr das schon. Dann kriegt ihr auch eure 2, 3, 4 Rares und Mythics pro Booster. Gar kein Problem. See you soon on YouTube. Pearl of Wisdom. Oh, Druid of the Shape. Ist auch so cool, dieser Rabbit-Druide. Raccoon Bart. So. So nice. Und Coiling Rebirth. Auch eine sehr coole Karte. Und bevor ich weitermache, muss ich einmal dem lieben Leplab Acker Fabi danken fürs Bereitstellen dieses Displays. Denn nur dank ihm ist dieses Display so
zustande gekommen. Ich habe jetzt mal gedacht, sonst sage ich das immer direkt am Anfang. Diesmal habe ich es ein bisschen in die Mitte geschoben, für die Leute, die den Anfang überspringen. Guckt mal beim lieben Fabi vorbei. Alle Karten, die ich hier öffne, werden bei ihm auf dem Card-Marketing landen oder zumindest die, die was wert sind. Und ja, ansonsten schreibt ihn bei Instagram an, wenn ihr irgendwas davon haben wollt. Vielleicht könnt ihr mit ihm auch was ausmachen. Und ist ein cooler Händler. Ist wirklich ein sehr, sehr cooler Händler. Ein sehr guter Freund von mir, unterstützt mich privat sehr, sehr viel. Und eben auch gerade diesen Channel. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir sind. So, wir gucken weiter. Oh, diese Fledermäuse. Ich finde das so schade, das ist kein richtiges Ding. Oh, Fable Passage. Not bad. Planes in Foil. Ja. Fable Passage ist für mich auch so eine Karte, wo Leute wirklich gesagt haben, oh, die ist geil. Ich finde das voll nice, dass die das jetzt machen und so. Und ich denke mir so, hä? Nee, das ist dumm. Ist keine gute Karte. Aber es ist immer noch eine 2-3 Euro Karte. Das können viele andere Rares aus diesem Set nicht bedanken. Dieser Typ ist auch wirklich cool mit Threshold. Okay, der Offspring Lizard, der ist wirklich nicht verkehrt. Der wird, oh, Feuerland schon wieder. Er wird sehr häufig gespielt. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wenn wir so an das Ende des Videos kommen, um herauszufinden, wie viele Länder wir überhaupt hatten. Weil es gibt in dem Set ja wirklich, wirklich viele Länder. Und ich habe ja, oh, dieses Artwork. Ich habe ja sehr viel mit euch schon über die Länder geredet. Und, Jackdaw Savior. Das ist tatsächlich ganz cool, tatsächlich. Der ist wirklich ganz cool. Und dann haben wir noch ein Finneas Ace Archer. Natürlich haben wir zwei Rares drin. What the freaking? Warum haben wir denn in diesem Display so viele Doppel-Rares drin? Liege ich damit völlig falsch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare mal, weil ich würde das gerne wissen, ob ich da wirklich so falsch liege. Wie? Also, ich finde es halt weird. Ich finde es halt einfach weird, dass so viel kommt. Moraya. Der ist tatsächlich sehr, sehr cool für Raccoons. Weil es kann ja auch einfach sein, dass ich falsch lege, meine Informationen falsch sind oder sonst was. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr Displays oder Booster geöffnet habt und es euch noch erinnern könnt. Oh, dieses Duo auch so cool. Dann wäre das sehr, sehr nett, wenn ihr mich daran teilhaben lassen würdet. Bywater Brother, eine sehr gute Karte tatsächlich. Und wir haben hier Fledermaus mit einer Unterschrift. Da kriege ich sie rein. Die Unterschriften sind echt schwierig zu sehen mittlerweile. Halbzeit, würde ich sagen. Playbooster sind auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, Play-Displays fühlen sich wie Arbeit an. Es ist ganz cool. Also hier sind auch wirklich coole Karten im Kamen-An-Kamen-Slot drin, denen ich hier echt einfach nicht genug Credits gehe. Crumb it and get it. Außer die Artworks halt. Aber es sind sehr coole Karten mit drin. Und nochmal Alania, okay. Ist auch ganz cool. Ich tue dem Ganzen halt nicht ganz so viel Credit geben, ehrlich gesagt, weil ich ihm so ein bisschen negativ eingestellt bin. Nicht zu dem Set, ich liebe das Set. Das Set ist großartig. Ich meine, guckt es euch an. Ja? Wie kann man so ein Artwork nicht lieben? Wie? Frage ich euch. Und dementsprechend, ich mag die Karten da drin, die Artworks da drin. Die Karten selber sind halt sehr schwach. Und ganz cool, Lizard, Flamecaller, der macht halt Damage. Aber die Karten selber haben nicht den höchsten Wert. Und wenn man dann auch noch so das Gefühl hat, dass man immer nur wirklich nur eine Rare pro Booster bekommt, was ja viele meiner Kollegen und Kolleginnen tatsächlich anscheinend hatten und auch viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, dann ist es natürlich irgendwie uncool. Der Augo mit Offspring, der ist wirklich auch gut. Ich fände es halt gut, wenn in den Boostern auch wirklich dann der Offspring-Counter drin ist. Weil ein paar von den Offspring-Countern, habe ich jetzt schon gesehen, kosten mittlerweile Geld. Und das finde ich ein bisschen weird. Ich finde es immer ein bisschen weird, wenn Counter Geld kosten. Das ist ein Stock. Das ist ein Blumenkohl. Okay. Tree Guard Duo. Und? Was bist du denn? Eine andere Kreatur für die Hand geben. Eine Marke, sonst muss man nicht. Okay. Frogs sind so weird. Ich habe jetzt neulich gegen jemanden gespielt, der hat wirklich ein Frog-Deck wirklich auch aufgebaut. Im Commander. Und das, dieses ganze Rumgehüpfe, die sie damit irgendwie versuchen darzustellen. Es ist so weird. Es ist so weird, kann ich sagen. Es fühlt sich einfach weird an. Bad Lizard. Weil wir haben Bad und eine Lizard. Bad Lizard. Ja. Mäuse. Ach, das sind so schöne Artworks. Scribe, auch sehr cool. Parting Gas, ganz cool. Und Dauntrust, Gift a Card.
Und Permanenz, die man kontrollieren im Hexproof, wenn man eine Karte gebringt hat, gibt die Undestructible. Auch eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Oh mein Gott. Ich meine, wie kann man dieses Set nicht lieben? Die Artworks sind wunderschön. Die Karten daraus sind halt Quatsch. Aber, ja. Ich bin tatsächlich einfach nur gerade sehr happy. Es ist für mich noch kein Assassin's Creed. Darüber werdet ihr die nächsten Jahrzehnte drüber hören, wie toll ich doch Assassin's Creed finde. Aber es ist schon so süß. Nochmal ein Dawn Truss. Nochmal dasselbe Karte. Sehr gut. Und noch ein Phineas. Phineas. Ja. Krass. Also, wie gesagt, ich habe nur gehört, dass man nicht wirklich zwei Booster rauszieht. Dieses Video beweist das Gegenteil. Doppel-Rare ist easy machbar. Und auch oft genug hier drin. Squirrel Warrior. Alter. Geil. Einfach, einfach geil. Pur, was? Draw Card. Was? Leave the battlefield without dying. Okay. Dieses Frog-Ding habe ich nicht verstanden. Also, ich habe es verstanden, wie die Mechanik funktioniert. Ich finde es nur halt weird. Ich finde es weird, die ganze Zeit irgendwelche Karten so auf die Hand nehmen zu müssen. Und damit dann Value zu generieren. Lizard Assassin. Ach, Squirrel Archer. Die haben auch echt alles. Ich weiß zwar nicht, was dieses gruselige Eichhörnchen da oben macht, aber die haben echt alles. Cleric. Der Trainer, der Order Wizard. Der ist ganz cool tatsächlich. Und nochmal ein Hooks Grizzly Garde. Also, ja. Vergesst, was ich am Anfang gesagt habe. Boah, diese Artworks von den Ländern sind so schön. Ich möchte immer noch gucken, ob ich mal alle Artworks zusammenbekomme. Du brauchst ja 4 mal 5 sind 20 Länder. Ja. Als 1 Marke. Oh. Squirrel, Warlock, Bard. So gut. So gut. Hobbit. Und Sunshine Links. Der ist geil. 4 Mana, 5-4. Spieler können kein Leben dazu bekommen. Damage kann nicht verhindert werden. Und wenn er ins Spiel wegkommt, fügt er jedem Spieler so viel Schaden zu, wie er Non-Basics hat. Sehr, sehr, sehr gute Karte. Habe ich jetzt mehrfach schon im Legacy gespielt. Wirklich gute Karte. Wenn ihr irgendwie mit Burn und Mana und so arbeitet, gönnt euch den Lux. Wenn ich den in nicht diesem Artwork noch zweimal ziehen könnte. Ich habe ihn ja in meinem Pre-Release-Kit zweimal gehabt. Damals, vor gefühlt einem Monat, als es noch die Pre-Release-Challenge gab. Kidnap hatten wir schon. Östomancer Adept. 202/2 Death Touch. Bis zum Ende des Zuges kann man Carsten aus dem Friedhof mit For Rage machen. Sehr cool. Und wieder Kidnap, auch sehr cool. Not bad, schon wieder Doppel-Rare. Es ist weird. Es ist wirklich einfach weird, wie ich das überall höre und bisher jetzt selber immer so gefühlt habe. Aber jetzt Wizards gerade zeigt, hey, wir können das doch. Der Frog Wizard, der hat auch erstmal zurück auf die Hand nehmen, wir. Stun Counter, ja. Aber man muss dabei auch sagen, die Informationen, die ich hatte, waren relativ am Anfang. Des Sets. Mein Mülleimer läuft über. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Shortbow ist so eine hübsche Karte. Und wir haben eine Wick. Die meint mit Sacrifice a Snail. Also eine, was? Eine Schlange opfern. Oh, dieser alte Hase. So cool. Ich habe immer so ein Flashback an so eine Serie, die ich geguckt habe, mit so einem Hasen, so einem schwarzen Hasen. Ich glaube, unten am See oder unten am Fluss heißt die Serie. Ich bin etwas älter. Ich darf ja nicht mehr sagen, dass ich alt bin, aber ich bin ein bisschen älter. Und dieses Unten am Fluss-Serie war eine ganz großartige Serie. Und For the Common God. Oh, ist das hübsch, dieser Sumpf. Wahnsinn. Und ja, da erinnere ich mich halt an diesen schwarzen Hasen. Der war immer badass. Der war immer badass. Ich weiß gar nicht, ob die Serie überhaupt noch irgendwo online gibt. Man findet bestimmte Informationen, denn das Internet vergisst niemals. Vor allem nicht so coole Sachen. Da haben wir nochmal den Portmage, eine Plane and Foil. Ja, also ich muss sagen, Playbooster, wir haben jetzt noch, glaube ich, 6 oder 6 Stück. Ja, 6 Stück. Und ich hatte neulich mit einem Kollegen das Gespräch, der sagte, okay, die
Booster fühlen sich mittlerweile sehr... der Challenger mit Prowse und Valiant, der ist sehr cool. Die Booster fühlen sich mittlerweile wieder so generisch an, als würde man wieder Draft-Booster aufsetzen. Und ich habe diesen Monat ja einen Blackie Talk drüber gemacht, wie weird ich es finde, dass diese Draft-Booster und diese Set-Booster dann zu Play-Boostern vereint worden sind. Noch ein Barter. Um sie dann halt wieder mehr Booster machen zu lassen. Dann haben wir Beyond-Booster, dann haben wir komische Value-Shit-Booster und so weiter. Es ist einfach weird. Es ist wirklich weird, was da passiert. Und oh, dieses Sinister Monomonolith ist auch so cool. Okay, der Forerunner. Hidden Grotto. Ich habe gerade gedacht, das wäre dieses Land für Creature-Types. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Gar nicht. Weird. So, Sona Stray, auch so eine coole Karte. Ich mag die Fledermäuse. Und wir haben Geth. Den habe ich noch nie gesehen. Den habe ich literally noch nie gesehen. Und wir haben noch eine Foil Rare Jackdaw Savior. Den haben wir gerade eben auch gehabt. Noch eine Foil Rare. Wir haben schon wieder zwei Rares. Aber der Foil Slot. Das ist oftmals der Foil Slot. Aber auch nicht immer. Wir hatten ja auch schon Rares und Mythics und so weiter. Hey. Wie gesagt, es ist ein bisschen weird, dass ich da jetzt auch in dem Blackie Talk sehr hart drüber gerambelt habe. Ist aber gar nicht so krass. Ist der Vineslasher ist so eine gute Karte. Ja, irgendwie proved mich dieses Display gerade wrong. Und ich mag das nicht. Druid. Wow. Ach, so wunderhübsch. Und Murera. Murera. Entschuldigung. Die Raccoons sind ja ein bisschen wild. Wild. So sagt die Jugend. Wild. Ich bin zwar nicht jung, aber ist auch ganz gut mit Untappen und Hexproof geben. Ein sehr schönes Artwork. Dann haben wir noch Essence Channeler. Auch eine gute Karte. Und nichts Krasses. So, wir haben jetzt noch drei Booster. Irgendwas Cooles, Krasses hätte ich gerne noch. Die schwarze Eule. Zum Beispiel. Die schwarze Eule wäre jetzt cool. Savior. Und? Oh, Bad Cleric. Ich war kurz im Legen, ob ich damit ein Commander-Deck baue. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das niemals bauen werde, weil ich niemals ein Commander-Deck ein zweites bauen werde, weil jedes Mal, wenn ich ein Commander-Deck vorhabe zu bauen, dann endet das wie, warte, ich habe ihn noch liegen. Zum Beispiel dieser Ezio, der hier hinten rumliegt. Der liegt da einfach. Und ich baue damit irgendwie kein Commander-Deck. Wir haben jetzt auch keine Karte von den Special Guests gezogen. Was ich sehr schade finde. Red Otter. Ich finde diese Duos echt süß. Keinen Special Guest. Du warst gut. Ja, genau. Der war wirklich gut. Mit Eile und man kann die oberste Karte exilen. Der war sweet. So, letztes Booster. Bevor wir nochmal in die finalen Gedanken über Bloomborough gehen. Und take out the trash. Lol. Ja, da sind die finalen Gedanken über Bloomborough. Und eine Mabel. Sehr, sehr cool. Mäuse kriegen bloß 1/1. Und wir haben noch einen Jackdaw-Saver. Das ist der dritte Jackdaw-Saver. Zwei in Foil, eine in Extended, also in diesem anderen Border Foil. Ja. Das ist Bloomborough gewesen. Das ist alles, was ich von Bloomborough hatte, was ich haben werde und was ich jemals öffnen werde, glaube ich. Weil Bloomborough ist ein geiles Set und ich hätte Bock davon, mir einen Play-Display irgendwann unter das Bett zu legen, um es mit Leuten zu draften. Aber ich hätte jetzt keine Lust, das Set durch Hardweg zu grinden. Weil es ist süß, es ist cool, es hat ganz viele Leute zu Magic gebracht. Herzlich willkommen übrigens. Ich bin der Blackie. Ich bin cool und nett und toll, denke ich mal. Zumindest sagen das immer alle. Ich selber habe da eine ganz andere Meinung zu. Und ja, sie haben ganz viele Leute zum Bloomborough gebracht. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, irgendwie ist es leider nicht stark geworden. Das Set ist nicht stark geworden. Und irgendwie wackelt meine Kamera. Vielen Dank an meine Patrons. Die Leute, die mich unterstützen monatlich mit mehreren Unterstützungen pro Tag sozusagen. Pro Monat, nicht pro Tag, pro Monat. Und ja,
Die seht ihr hier. Es sind ganz, ganz coole Leute. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, ab 3 Euro könnt ihr mich im Monat unterstützen. Und ja, einen gewissen Betrag werdet ihr anhand ja auch genannt und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, seid nicht traurig. Daumen nach oben, abonnieren, Kommentaren schreiben, wie ihr Bloomborough fandet und so weiter. Hilft genauso, beziehungsweise hilft auch auf eine Art und Weise. Nicht genauso, aber auf eine Art und Weise. Und ja, wenn ihr das da tun wollt, dann wäre das sehr cool. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.